Hallo und ein herzliches WhatsApp bei Matt Hoffmans Probemix, der lang erwarteten BMX-Simulation von Activision. Hier wählen Sie unter 8 realen BMX-Cracks und rasen, was das Zeug hält. In den meisten der 8 Arenen müssen Sie 5 Aufgaben bewältigen, um weitere Levels freizuschalten. Dazu gehört das Einsammeln von schwebenden Buchstaben, das Erreichen von bestimmten Scores oder das Finden von versteckten Covern. Der Schlüssel zu einer erfolgreichen BMX-Karriere liegt bei der Kombination von verschiedenen Manövern. Es gibt gut 50 unterschiedliche Grundbewegungen, wobei jeder Biker seine speziellen hat. Diese 50 können und müssen Sie nun wild kombinieren, um möglichst viele Punkte zu scheffeln. Der eben gezeigte Tailwhip gehört dabei noch zu den leichtesten Übungen. Ach ja, bitte probieren Sie es nicht zu Hause aus, es sei denn, Sie robben gerne zum Arzt. Wie schon Tony Hawk's Pro Skater 2 glänzt auch Matt Hoffman mit einem erstklassigen Soundtrack. 18 hochkarätige Songs von Punk bis Hip-Hop umschmeicheln Ihre Ohren, darunter Stücke von Outkast oder Pennywise. Die Grafik basiert auf einer leicht modifizierten Tony Hawk Engine, die mittlerweile natürlich etwas betagt ist. Die Animationen sind sehr flüssig und das Spiel läuft auch auf älteren Maschinen gut, aber so richtig schön anzusehen ist es leider nicht. Zwischendurch müssen Sie sich auch zweimal im Wettbewerb messen. 3 Runden lang müssen Sie dem johlenden Publikum zeigen, was Sie so alles drauf haben. Nicht einfach, aber mit ein wenig Übung locker zu schaffen. Es gibt viel freizuspielen in der Welt des Matt Hoffman. Neben den obligatorischen und fetzigen Videos am Ende einer Karriere warten auch noch bessere Fahrräder auf Ihre glücklichen Besitzer. Leider können Sie Ihren Fahrer an sich nicht verbessern. Mit einem neuen Bike erhalten Sie nur bessere Werte, etwa für Beschleunigung oder Höchstgeschwindigkeit. Besonders ausdauernde Spieler werden mit Bonusfiguren belohnt. Kennen Sie noch diesen jungen Herrn aus einem anderen Spiel? Es ist Tony Hawk, höchstpersönlich.